Ja. Worms. Oh Gott. Start. Ich habe mir eben gerade doch schon einen Joghurt geholt. Da war ich kurz weg. Ich habe ja schon wieder diese komische Media-Bombe da im Kopf. Was für ein Ding? Die Holy Grenade. Bomb. Oder? Ja. Die heilige Granate. Ja. Nicht eins. Bin ja mal gespannt, ob man mit dem Eishockey auch fliegen und mit dem Jetpack fliegen muss. Ich denke nicht. Ich denke, das ist das Gute, dass die Bahnen ein bisschen angepasst werden. Pass auf jetzt. Hole in one! Bei mir ist er gehalten worden. Lattentreffer. Ja! Ha! Ja. Markus, das wird nicht besser. Bogi. Ja, nee, ist klar. Ja, mein Gott, da kann ich auch was machen. Birdie! Gehalten worden. Boston Kev. Ja. Gehalten worden. Der Blind Band Baby? Nee. Na, von hinten durchs Netz geht nicht. Das, Boah, das ist scheiße gerade für Baby. Oh. Ja, hast du zumindest einen guten Winkel. Drin. Ja. Wir müssen fliegen. Das ist nicht meins! Das wäre doch noch... Was? Fast ein Hole-in-One, ey. Mann, und den zweiten versaut er mir direkt, den man sich doch noch davor stellt. Ja, vergiss es. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Mann, ey, der versaut mir damit... Drei Schläge mit der Scheißaktion. Ja, nee, ist klar. Oh, der war gar nicht so doof, eigentlich. Oh. Ja, ich muss leider auch einen Schlag verwenden, um da erstmal gerade runterzukommen. Ja, bei mir war das gar nicht so doof eigentlich. Weil den einen hat er mir schön versaut, den Hole in One. Hält er den und dann sagt er, komm, auf zweimal stelle ich mich doch blöd im Weg. Bin er da. Und wieder zurück zum Start. Super. Ja, ich hab's geschafft. Die Dinger fliegen aber auch ganz schön viel, ey. Also die Liga. Birdie. Ich wollte eigentlich die Bande da links in der Ecke mitnehmen, aber bin drüber hinausgeflogen, weil die Pucks, die geben ganz schön ab. Warte mal. Sag bloß, was ist das für eine Bahn? Wo ist denn das scheiß Loch? Ach, da unten. Als ob ich gerade durch diese kleine Ecke gefallen bin. Oh nein, ich weiß doch nicht. Ja, ich bin an der scheiß Kante hängen geblieben. Nein. Ich komm zu euch. Warum springst du rückwärts? Anstatt vorwärts zu gehen, geh mal rückwärts. Oh, ich mach das mal.
Ach komm schon, Spiel. Oh, der hält mich. Oh, Mann. Sei froh, dass du dir sowas machen kannst. 8 Schläge, ne? Ich hab jetzt schon 8 und bin gerade aber das Ding erst weg. Oh, Glück gehabt. Ich bin Dusel, ey. Du hättest dich einfach nur runterfallen lassen müssen, das hätte gereicht. Ja, hätte Fahrradkette. Bei meinem Glück fällt er da irgendwie noch. Ja, ich hab hier verloren. Ich hatte 8 Schläge und 9 Schläge gebaut, um alleine vom Stand wegzukommen. Jetzt bringt mir das. Sagen wir was. Ach, da hinten ist das. Oh, oh. Oh, eigentlich so doof fast nicht. Komm, ist das so ein Ding. So, jetzt. Ha. Ha, Bogey. Na Glück gehabt. Boah. Hier bombardiert, wird alles bombardiert. Was ist das Tor da hinten? Oh Gott. Warte mal. So. Oh! Glück gehabt. Nein, nicht Glück gehabt. In dem Moment kommt noch eine scheiß Bombe runter und haut mich dann raus aus dem Spiel. Ach, ich hab. Mann, was wollt ihr mich denn hier hinschicken? Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Du bist wieder zum Start zurückgekommen. Ja, das ist aber bei mir. Was macht denn jetzt so? Du bist in die falsche Richtung gerutscht. Ja, ich fahr. Ich komme überhaupt nicht mehr weiter gerade. Ach, egal. Da verliere ich das Ding halt. So, und jetzt wieder raus. Komm, zurück zum Start. Wieder in die falsche Richtung, Kev. Ach, ist mir doch egal. Komm, scheiß drauf. Der stellt sich die Kamera auch so beschissen. Da ist sie. Deine Lieblingsmap, Baby. Jetzt mit voller Kraft kommst du da nicht hoch. Halleluja. Ich gehe wieder runter zum Start. Und wieder runter. Ich mag dieses Loch überhaupt nicht. Bang! Und nach oben. Und aus der Map raus, natürlich. Ich komme auch gar nicht irgendwie mal eine Zwischenpause zu machen. Mal zu Zwischendings zu machen. Ja, mein Gott, ey, Halleluja, Halleluja.
Feuer zumindest mal. Oh, ja. Nein! Pfosten. 10 Schläge, naja, immerhin. Vor allem, ich drücke auf Zurücksetzen, da setzt er mich immer wieder zurück dorthin, wo die Halleluja-Granate hinkommt. Naja, letzter Punkt immer, du kannst es aber ändern. Du kannst den Spawnpunkt wieder ändern, quasi. Das war ein bisschen weit. Mal hin. Und. Bogey. Ah. Double Bogey. Ja, ich habe aber die zwei beschissenen Maps. Mit 14. Wo muss ich denn da hin? Das ist ein Torwart. Da hinten. Oh Gott. Ja, geht gar nicht. Wow! Wo muss ich denn jetzt durch? Hier durch? Nee. Also geradeaus weiter. Okay. Ah, Pfosten, nein! Das wäre Paar gewesen. Bogi. Das hat ja mal gar nichts gebracht, da vorne bis hin zu sitzen. Jetzt bist du vor dem Tor, Kev. Ja, der muss das mal rein, der Ball. Jetzt ist er doch ein Double Bogi. Naja. Der Puck, meinst du? Ja, wie auch immer. Ja, ist klar. Scheint das an dem scheiß Pfosten oder an der Röhre da, oder was? Scharf. Ich wurde von Schaf weggekickt. Ja, ich freue mich gelernt. Birdie! Ich weiß nicht mehr, wo das Ding... Da, wo das Schaf ist, links unten. Ja, wenn ich zu fest sitze. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, die Position. Du bist nicht mehr in der Bahn von dem Schaf. Ja, bist du nicht mehr in der Bahn von dem Schaf, aber werde aber 1000 Kilometer weggekickt. Ja, weil du genau da geschlagen hast, wenn das Schaf kam. Du musst ja, natürlich also auch gucken, wenn es kommt. Ich versau mir gerade so alles, ey. Tricks mit. Also nochmal. Ah, jetzt kommt wieder der Scheiß. Natürlich fällst du durch. Und ich kann weiterspielen von hier. Haha. Sehr witzig. Spiel, du bist lustig. Ah, das hat sogar funktioniert. Nein, ich fall runter. Oh, Glück gehabt. Nein! Ach, Mann! Ich hätte überrascht, dass du genau auf der Kante landen musst. Also bei mir will der gar nicht hochgehen, der springt da hinten.
Ich hab's Loch schon aufgegeben. Ja, aber ich sag, bei mir springt er ja nach hinten gerade. Ach komm schon, Spiel. Ich muss ja nur da hoch. Aber guck mal, wo der hingefliegt. Was für eine... Der springt gar nicht, das ist ran an das Ding. Ja, dann halt nicht, ey. Dann bau nicht so eine Löcher, wenn es nicht geht. Schlecht momentan. Wie viel hat er denn gerade? Geil. LOL. Ich werde von der Kanone aus dem Parcours rausgeschossen. Ich werde von der Kanone überhaupt gar nicht erst was machen können. Jetzt geht's. Auf einmal. Alles. Also die zweite Kanone funktioniert gar nicht mit Eishockey-Puck. Ja. Jetzt. Nee, doch nicht. Jetzt wieder raus. Der Kurs ist nicht machbar mit Eishockey-Puck. Ich weiß nicht, wo ich gelandet bin, aber bin... Ich bin wieder vor der ersten Kanone gelandet. Leck mich doch! Ernsthaft? Och, Spiel! Die zweite Kanone habe ich vor die erste Kanone gesetzt wieder. Und wieder eine 14er Bahn. Warum nicht? Also merken wir uns schon mal Worms mit Eishockey-Puck. Ja, wie gesagt, ich bin in der zweiten Kanone drin gewesen, der schießt mich wieder zu der ersten Kanone. Hä? Ich bin unter die Mets gepackt, ernsthaft? Ich hab keine Ahnung, wie das gehen soll, aber naja. Ja, das Spiel hat es gerne mal so ein bisschen. Und wenn ich jetzt wieder... Ach super, ich bin wieder dran am Start, oder was? Nee, ach komm schon, Spiel. Ich frage gar nicht, wo du mich hinnehmen wolltest mit Start, oder? Hä? 10 Schläge, boah. Ist ja was. Willst du die Map schaffen? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Du musst ja jetzt irgendwie darüber. Jetzt darüber, wenn der Hase unten ist, rüberspringen. Du stehst wieder am Start. Natürlich. Ey, ich spiele jetzt gerade so eine Rotze zusammen. Dritte Map hintereinander mit 14. Markus, du schaffst natürlich wieder ohne problemlos. Ich weiß nicht wohin.
Geil, der nimmt den gar nicht auf. Oh, das ist denn gerade so schlimm, ey. Ey, wie schaffst du sowas? Ey, du cheatest doch. Ja, ich bin übelster Cheater. Ich hab hier voll ein Cheat-Menü offen und so. Ja, schon klar. Bei mir kommt ja gar nicht so weit. Ich komme nicht mal. Ja, dann gehen wir halt auf. Jetzt fahre ich mir gerade, ich spiele mir gerade eine Rotz, also die Folge nehme ich definitiv nicht auf. So macht mir gerade keinen Spaß. Wenn du jetzt hintereinander 5, 6 Löcher mit 14 Dinger spielst, macht es mir keinen Spaß. Ach Mist. Zu doll gehüpft. Jetzt. Gerettet. Nein, bitte nicht runterfallen. Nein! Oh. Da hält er den, ne? Ich hätte auf Paar gespielt. Bogi. Paar wäre drin gewesen. Zumindest mal keine 14. Ich bin an der scheiß Mine hängen geblieben. Ja, ich auch. Und ich dachte mir, die kannst du ohne Probleme durch. Scheinbar nicht. Blum, 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 blum. Ey, ich hab jetzt keinen Bock mit dem scheiß Schaf zu spielen. Verpiss dich, Alter. Ich würde dir so von dem Schaf die ganze Zeit gekickt. Schaf wieder alles, ey. Hui, komm jetzt. Ja, Igel. Ich hab von da mit dem Dings getroffen, 2 Schlägen. Du kannst von da treffen, ne? Du musst doch richtig Power geben. Ja, nicht so ganz. Ich hab von da getroffen gerade. Ja, ich wechsle öfters mal meine Laune. In solchen Spielen. Naja, egal. Ich bin mal kurz auf der Toilette, ne? Ja.
trotzdem schlecht gespielt. Also vier Stück hintereinander mit 14. Ich würde sagen, ein Loch machen wir noch mit Eishockey und dann probieren wir noch was anderes aus. Ich würde das Dunking auch irgendwann mal ausprobieren. Ja, können wir danach dann machen, nach dem nächsten Loch. Naja, ist gut, können wir machen. Da haben wir wieder zigtausend Folgen vorbereitet. Gut, gestern die 5, heute schon wieder jetzt auch wieder 4 oder so. Ja, dann hast du wenigstens genug, falls du mal nicht kannst. Momentan sieht es gut aus. Also jetzt die Woche bin ich wieder... Hä? Was denn? Ich hab grad meinen Hut freigeschalten. Ich hab grad die Gummiente freigeschaltet. So. Du kennst doch das Hütchen, was du bei GTA kriegst, wenn man zu viel cheatet und Leute mal tötet und so. Keine Ahnung, kann sein. Diese Blödmann-Mütze, die habe ich hier. Eselsmütze. Ja, passt ja zu dir als Cheater. Sonst spielst du kaum. Spielst manche Maps mit Hole in One, wo wir im 14. Spiel Schläge brauchen. Moment.